Wie wir im Interview um 1700 gesehen haben, war Luft in der Vergangenheit nicht verschmutzt, so dass selbst diejenigen, die zu dieser Zeit lebten, von der Luftverschmutzung nicht krank wurden. Die Menschen hatten keine Ahnung, über was die CO2-Konzentration in der Atmosphäre war, da nichts von dem, was wir heute benutzen, das CO2 in der Atmosphäre abgibt, existiert. Da es kein zusätzliches CO2 in der Atmosphäre gab, gab es auch keinen Treibhauseffekt, der die Temperatur der Erde erhöht. Offensichtlich hat sich dies im Laufe der Jahre geändert und zwar sehr viel. Wie wir in dem Interview aus dem Jahr 1790, das wir mit einer Person führten, die während der industriellen Revolution lebten, gesehen haben, begann die Menge der CO2-Emissionen in die Atmosphäre dank der enormen Menge an Industrien, die während der industriellen Revolution entstanden, zu steigen. Dies verursachte viele Probleme sowohl für die Menschen als auch für die Welt. Die Luft war viel stärker verschmutzt, sodass die Menschen aufgrund der Luftverschmutzung viel mehr kränker wurden. Auch dank der CO2-Emissionen nahm die CO2-Konzentration in der Atmosphäre viel stärker zu. Anders als 1790 sind die Menschen heute viel besser über die Probleme informiert. Die Luftverschmutzung für die Gesundheit und sogar für die Erde verursacht. Trotzdem nimmt die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgassen in der Atmosphäre weiter zu. Bei einer so hohen CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird die Erde aufgrund des Treibhauseffekts, die durch den CO2-Konzentration in der Atmosphäre verursacht wird, immer heißer und heißer. Sie ist in der Lage, viele Katastrophen zu verursachen, zum Beispiel Veränderungen in der Vegetationszone. Da wir feststellen, dass derzeit nicht vielen Menschen viel daran liegt, etwas zu ändern, stellen wir uns vor, dass sich all dies in der Zukunft noch verschlimmern wird. Die Luftverschmutzung wird noch viel mehr zunehmen, so dass die Wolken schwarz sein werden. Dann wird es dank der Luftverschmutzung auch noch viel mehr Krankheiten geben, wie das Mädchen, das wir befragt haben, erwähnte. Auch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird zunehmen. Wir stellen uns vor, dass die Temperatur der Erde durch den Treibhauseffekt und die globale Erwärmung um etwa 3 Grad Celsius ansteigt wird. Was bedeutet, dass es in der Folge noch viele weitere Folgen auf der Erde geben wird. Abschließend konnten wir bei den Interviews und dem Vergleich zwischen Ihnen feststellen, dass zwischen den Jahren 1700 und 2020 eine größere Veränderung zum Schlechten bei der Luftverschmutzung, der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und natürlich bei dem Treibhauseffekt stattgefunden hat. Wie wir gesehen haben, in der Vergangenheit gab es keine Luftverschmutzung, auch keine CO2-Konzentration in der Atmosphäre und weniger als weniger Treibhauseffekt. All dies begann sich durch die industrielle Revolution zu verschlimmern, da die Muskelkraft von Menschen und Tieren nicht mehr zur Ausführung der Arbeit genutzt wurde. Und dann die Dampfmaschine und andere große technische Erfindungen zum Einsatz kamen, die die Nutzung von Kohle, Erdgas und so weiter zur Energieerzeugung ermöglichen. Durch den Vergleich der Interviews wurde uns klar, dass wenn niemand eine schnelle Änderung vornimmt und beginnt, sich diese Probleme und den Folgen bewusst zu werden, das gleiche passieren wird wie bisher im Jahr 1700 bis heute. Die ganze Erde wird stärker verschmutzt werden und es wird mehr Probleme sowohl auf der Erde als auch für die menschliche Gesundheit geben. Wenn dies geschieht, wird die Welt in Zukunft ein fast unwohnbarer Ort sein.